ist bei vielen ganz in Vergessenheit geraten. Der 21.12.2012, wo so viele Menschen weltweit ihre Hoffnung drauf gesetzt haben. Und viele sind der Meinung, es ist leider nichts passiert. Zumindest keine Verbesserung. Denn man könnte sogar meinen, dass im Außen hin die Situation sich sogar noch verschlechtert hat, wenn man sich allein die ganzen Kriege und die ganze Gewalt weltweit ansieht. Ich glaube allerdings, wenn man immer etwas genauer hinschaut, dann kann man erkennen, dass der Shift in vollem Gange ist. Es wird wohl viel mit daran liegen, dass wir das gar nicht mehr so richtig bemerken, weil der Shift, die Veränderung zum Positiven hin, für uns alle so normal geworden ist. Gerade für Menschen, die sich auf diesen Shift gefreut haben, die sich eine bessere, schönere und lebenswertere Welt wünschen. Zum anderen liegt es natürlich viel mit daran, dass die Mainstream-Medien unsere Aufmerksamkeit jeden Tag, Stunde um Stunde immer wieder auf das ganze Negative in der Welt lenken. Und wir deshalb den Eindruck haben, es gäbe viel, viel mehr Negatives als Gutes. Dabei ist der Shift in vollem Gange. Und wenn man mal etwas genauer hinsieht, kann man das auch deutlich sehen. Es gab in der gesamten Menschheitsgeschichte noch nie eine Zeit, in der so viele Menschen wie heute ein Bedürfnis haben nach mehr Menschlichkeit, nach wirklicher Intelligenz aus dem Herzen heraus, nach mehr Mitgefühl, nach mehr Frieden, nach mehr Liebe. Schon alleine, wenn man sich bei Facebook die ganzen Gruppen ansieht, die sich nur um dieses Thema drehen. Dazu kommen die Abermillionen Blogs zum Thema weltweit, in fast jedem Land. Das gab's noch nie. Dazu die ganzen kostenlosen Workshops auf YouTube von Robert Beetz, von Greg Breden, von Bruce Lipton und den vielen anderen, die etwas in der Welt bewegen möchten. Und wie viele Menschen da zuschauen, um sich selbst irgendwie zu verändern, zum Besseren hin. Und wenn sich der Einzelne zum Besseren hin verändert, ja, dann verändert sich die ganze Welt. Ich glaube, es gab noch nie eine Zeit, in der so viele Menschen bereit waren, Zeit zu investieren, um wirklich eine bessere, eine lebenswertere, eine schönere Welt zu gestalten. Es sind alles ganz, ganz viele Millionen und Abermillionen Puzzlestücke, die aber alle in die gleiche Richtung gehen. Das gab's noch nie. An einem Gymnasium in Würzburg läuft ein Pilotprojekt, bei dem Glücklichsein als Hauptfach eingeführt wird. Dieses Projekt ist übernommen worden aus Österreich, wo das schon seit einigen Jahren mit großem Erfolg läuft und viel mehr Harmonie in die ganze Schule einbringt. Allein in Deutschland befassen sich zigtausend Leute mit dem sogenannten Glückstraining. Also eigentlich mit der Frage, wie kann ich in meinem Alltag glücklicher sein? Nicht dadurch, dass ich irgendetwas dazu bekomme oder mir irgendetwas kaufe, sondern von innen heraus, was ja ganz viel mit Mitgefühl, echte Fürsorge für die Mitmenschen, Wertschätzung und natürlich Liebe zu tun hat. Diese Bestrebungen laufen weltweit. So als wenn auf der ganzen Welt Millionen und Abermillionen Menschen dabei wären, ein riesiges neues Puzzle zusammenzusetzen. Und das zum Schluss dann das Bild der neuen, lebenswerten und schönen Welt zeigen. Natürlich merkt man nicht, wenn man nur von so einem riesigen Puzzle irgendwo ein, zwei Teile dazulegt. Deshalb kommt es einem vielleicht so vor, dass das Schiff noch gar nicht im Gange ist, dass sich nichts tut. Aber ich bin davon überzeugt, weil ich mich sehr viel damit befasse, jeden Tag, und zwar weltweit. Wenn die positiven Nachrichten in den Medien erschienen, wären alle überrascht, wie viel das ist, wie viele Menschen das sind. Der Mainstream will natürlich nicht, dass es überhaupt bekannt wird und bombardiert uns pausenlos mit irgendwelchen negativen Nachrichten. Und weil das so viel ist, so wahnsinnig viel weltweit und unheimlich schnell wachsend, diese ganze Bewegung, glaube ich nicht daran, dass es irgendwie einen schlechten, einen schlimmen Ausgang nimmt.
Es mag vielleicht etwas holperig werden. Das ist aber immer, wenn eine ganz neue Kultur sich bildet. Wie soll das auch anders gehen? Im Grunde ist die äußere Entwicklung sogar beschleunigend. Denn je schlechter die äußeren Bedingungen sind, umso schneller konzentrieren sich die Menschen auf die neuen Qualitäten, die ja in der neuen Welt gelebt werden wollen. Man kann fast sagen, dass die äußere Entwicklung hilfreich ist, damit sich die neue Energie etablieren kann, weil sie dadurch beschleunigt wird, quasi als ein Wink mit dem Zaunpfahl. Und bei dem zu 2012 angekündigten Paradigmenwechsel handelt es sich ja schließlich um einen Bewusstseinswandel. Und dieser Wandel geschieht zuerst in jedem einzelnen Menschen selbst und zeigt sich erst dann im Außen. Wie innen, so außen. Und weil es eben bei diesem Gesetz eine gewisse Wartezeit gibt, bis sich das Innere nach außen transformiert hat, kommt es einem so vor, als würde sich's nichts tun. Es tut sich aber eine ganze Menge. Und immer mehr und immer schneller. Eben die natürliche Entwicklung einer Spirale. Wenn wir einmal die tatsächliche Entwicklung betrachten, gibt es also gar keinen Grund, irgendwo Angst zu haben oder irgendwelche Befürchtungen wegen der Zukunft. Sondern ganz im Gegenteil, wir haben eigentlich Grund zur Freude. Denn solch eine Bewegung, wie sie zurzeit schon seit einigen Jahren läuft, die gab es noch nie auf der Welt. Dass so viele Menschen daran interessiert sind, bestrebt sind und sich auch dafür einsetzen, die spirituellen Herzen weltweit zu verbinden zu einem kollektiven Feld. Und das passiert sowieso mit jedem kleinen Puzzlestück, das irgendjemand in irgendeinem Bereich in diese Richtung in das große Bild legt. Man kann es sich auch so vorstellen, dass weltweit immer mehr Menschen immer schneller und immer intensiver die neue Welt mit ihrer Aufmerksamkeit zum Wachsen bringen. So wie es in der Natur auch ist. Man kann sich auch vorstellen, als wenn wir in dem Blumengarten Gottes den Baum der neuen Welt mit immer mehr Menschen düngen. Und der Dünger, das ist unsere Aufmerksamkeit. Und diese Aufmerksamkeit für eine neue, lebenswertere, schöne Welt, das ist die Kraft, die dich schließlich zur Realisation bringt. Diese neue Welt aus der neuen Energie heraus Wirklichkeit werden lässt. Und das funktioniert halt genauso wie bei jedem kleinen Baum oder wie bei jedem kleinen Glück. Zuerst ist es nur ein ganz kleines und je mehr Leute ihre Aufmerksamkeit darauf lenken, umso mehr wird das eben Realität.